Und seid damit wieder herzlich willkommen zurück hier bei Anno 1404 Venedig, der History Edition, zusammen mit dem Ossi vom Plüschmors, der übrigens gerade in diesem Häuslein hier sitzt, wo es so grün dampft. Den haben wir da eingesperrt, weil der so hart am Rumflatulenzen gerade ist. Und den konnten wir nicht frei rumlaufen lassen. Oh, moin Benne, nimm auch mal einen Zug. Ja, der bedient sich hier am Handfeld gerade. Willkommen, darf ich euch herzlich begrüßen hier bei mir in der Hanfstube zu Plüschi. Das ist eine ehrenwerte Stadt, Stätte. Oh Mann, alle Plüsch-Joint, ey. So. Jetzt muss ich könnte ein Raubritterlager platzieren, soll ich das mal machen? Oh, ja, doch, kannst du machen. Das ist, glaube ich, wie jeder Unterhaltskosten, Unterhaltskosten 20. Später, wenn später. Na, bist du auch noch pleite? Nicht direkt, aber ich möchte es auch nicht direkt wieder riskieren. Und da fällt mir ein, ich wollte doch... Ja. 60 Tonnen Datteln, 20 Tonnen Eisen. Ich wollte bei Kuno von Rembold eine weitere Expedition in Auftrag geben. Eieieiei. Der alte Kuno, Alter. Ich sag's dir. Einer ihrer Betriebe, aber dafür brauche ich noch einige Sachen des täglichen Bedarfs und so weiter und so fort. Frage ist jetzt, das Schiffchen, was ich in der letzten Folge losgesendet hatte in den Orient, ist jetzt beim Northburg auf Zwischenstation. Ja. Oh, ein paar Wemser verkaufen, so gefällt mir das. Der Ossi verkauft gerne seinen Wams. Ich biete meinen Wams an. Auf dem freien Markt. Die unsichtbare Hand des Marktes wird darüber entscheiden, was mit meinem Bums passiert. Er wird aufgegessen. Könnte sein, tatsächlich. Wasservorräte sind schon wieder knapp. Wie ist bei dir so? Alles auf dem Trockenen schon oder noch alles frisch? Naja, ich zehre so ein bisschen, sage ich mal, von den Einnahmen, die reinkommen. Das sind allerdings weniger Mieteinnahmen als Handelseinnahmen gerade. Und ich bin am Ärzte platzieren, um zumindest einen Großteil der Bevölkerung abdecken zu können. Nicht alles, aber zumindest immerhin ein bisschen was. Sind, glaube ich, auch relativ teuer, ne? 1500, ja, die sind echt teuer. 7 Glas, Alter. Ah, die sind nicht ganz ohne, muss man sagen. Ja. So, hier haben wir noch Steine geladen. Ihr Schweinesteine. Das sind 3 Schiffe, die hier gerade komplett einfach nur rumstehen. Okay. Und, hallo? Ihr euch auch woanders hin bewegen. Danke. Okay. Ein Zimmermann. Ich bin am Überlegen, doch einen Zimmermann zu bauen. Ich könnte einen Zwinger bauen. Einen Zwingerclub. Einen kleinen Zwinger. Proviant. Oder Bock drauf oder was? Natürlich, aber nur mit dir zusammen. Komm immer ran. Also, wenn du was hast, sag Bescheid. Ich bin nicht abgeneigt. Muss ich mal in erster Linie so sagen. Okay, ich nehme noch ein bisschen Werkzeug und Most mit nach da oben. Datteln habe ich ja hier keiner geladen. Nee, die hatte ich leider nicht. Wie viel Ruhm habe ich denn? Ich habe jetzt zweimal 300 Ruhm ausgegeben, da steht immer noch 1k. Ich habe auch 1k, aber ich wüsste nicht, wofür ich das ausgeben soll gerade. Na, schöne Items vielleicht. Errungenschaften würde ich empfehlen, ehrlich gesagt, tatsächlich. Oh ja, ach, die gibt's ja auch. Meine Herren, die gibt's auch. Vergesse ich ja. Komplett. Ja, es wäre eigentlich sinnvoll, in die Handelsflotten zum einen zu investieren, damit da mehr Schiffe unterwegs sind. Vor allem, weil du ja hier einige blockierst. Hust. Entschuldigen Sie mal. Ja, bitte? Geben Sie mir da nicht die Schuld, ja? Wenn, dann hat Ubisoft da verschissen. Geheimnis der Normannen. Erhöht die Wassermenge aller Norias um 500 Tonnen. Seestreitkräfte des Sultans, vergrößert die Hilfsflotte des Orients um 2 orientalische Kriegsschiffe. Sie haben sich einen Erfolg verdient. Oh, dafür gibt es einen Erfolg. Oh, bitte liegt Murano. Murano ist doch das, wo so exquisite Glasarbeiten gemacht werden, oder nicht? Kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht. Oh, schon. Ich glaube, man kriegt überall, wenn man. Ich war ja vor längerer Zeit mal in Venedig. Und kriegst an jeder Ecke so Murano-Glas hinterhergeschmissen. Das meiste ist natürlich kein Murano-Glas, sondern irgendwie Made in China. Und dann machen sie einen Sticker drauf und dann ist gut so. Aber das echte Murano-Glas, das soll wohl à la Bonheur sein. Oder wie der Italiener sagen würde, molto bene, natürlich. Natürlich. Muss ich gerade überlegen. Ja, ich hätte gerade schon wieder Bullshit gelabert. Schiffslimit kann man hier auch erhöhen.
Achso, weißt du noch was? Ein kleiner interessanter Funfact noch, während ich immer noch überlege, was ich investiere. Mhm. Die Murano-Glashersteller, die venezianischen Glashersteller, waren die frühesten Spiegelmeister, weil nur sie wussten, wie man große Spiegel machen kann. Im Rest von Europa wurden immer so kleine Pipi-Spiegel gemacht und sind ganz viele nebeneinander zusammengelötet, so mit Gold dazwischen, wie so ein Mosaik, damit man sich spiegeln konnte. Aber die wussten, wie man das am Stück herstellt, sozusagen, die Glasbläser von Murano. Und dann haben unter Ludwig dem 14. im 17. Jahrhundert haben dann die Franzosen ein paar Glasarbeiter bestochen, die dafür nach dem oder denen dafür nach dem Leben getrachtet wurde von den Venezianern, weil es natürlich eine Monopolstellung war, so große Spiegel herzustellen. Welch dreckige Schweine. Oh ja, aber die haben dann in Frankreich quasi das Geheimnis enthüllt, wie man so große Spiegel macht. Selbst der Kaiser. Und wie macht man so große Spiegel? Soll ich das sagen? Will das jetzt auch wissen, ja. Wenn du das jetzt sagst, dann kommen die können aber sein, dass Venezianer vorbeikommen und dich aufhängen wollen. Ja, das ist normal, da bin ich gewohnt. Na gut, also ich kann dir das sagen, ja? Willst du das wirklich wissen? Sag es mir, bitte sag es mir. Pass auf, du nimmst ein dickes Rohr in den Mund. Dann bläst du da so lange, bis so ein ganz langer flaschenartiger Körper entstanden ist. Bläst du da rein immer schön behutsam und immer wieder aufwärmen, die Glasmasse, die da vorne dran klebt. Ja, mit Sulfat und so. Und dann wird das immer länger und länger und auch immer runder und runder, bis du irgendwann so eine anständige, sagen wir mal, eine anständige 50-Liter-Flasche hast, so Wodka oder sowas. Weißt du, eine anständige, die großen, die man so kaufen kann. Also für ein Wochenende. So, schön lang, genau, so ein Wochenendsbedarf-Ding. Und dann ist das schön dünn schon an der Seite und dann holst du deinen Glasbläserfreund und der schneidet das dann an der einen Seite und dann wird das so ausgebreitet quasi. Und dann wird aus dem Runden, hast du ja so einen länglichen, wie so ein Zylinder gemacht, ne? Ja. Mit dem Zylinder aufgeschnitten und ausgelegt. Und dann muss das nur noch bedampft werden oder versilbert werden von einer Seite. Und schon hast du einen großen Spiegel. Da hast du Übung drin. Und da braucht man sehr große, sagen wir mal, Fingerfertigkeit in den Lippen. Oder Lippenfertigkeit in diesem Fall. Ja, das sind die kräftige kleinen Blasemuskeln im Rachen. Ja, ich weiß ja, mit Online-Schule und so ist es ein bisschen schwierig zur Zeit. Deswegen guckt einfach vorbei beim Anno 1404 Let's Play von Venne und Ossi. Da würde euch das genau erklären. Neue Sachen. Genau. Und morgen, liebe Kinder, erzähle ich euch, wie geht Geschlechtsverkehr? Was? Haben auch die Venezianer erfunden. Ach so. Ich bin gerade am Überlegen und mich wundern. Boah, da kommt noch angedampft, meine Herren. Adlige ziehen ein, aber die ziehen immer so schrittweise ein, sehe ich gerade. Da kommen immer gleich 30 auf einen Schlag. Ich dachte, das ist eher so fließend, aber scheinbar nicht. Ja gut. Tja. Ja, weiß ich das schon so genau. Na du. Und diese Eskorten, die gehen eigentlich nie gut. Okay. So, ich habe zum Glück noch ein bisschen Ruhm über. Das heißt, wir könnten noch zweimal Kohle ranholen, wenn das nötig wird. Seid mir herzlich gegrüßt. Ihm ist die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich noch relativ weit unten. Was habt ihr dem Rat der 10 anzubieten? 75. Ah, ich warte mal noch. Gucken, ob wir das hier in Reih und Glied bekommen. Betonung liegt auf Glied. Ich brauche aber, glaube ich, auch echt nochmal ein paar neue Hütten. Aber das mache ich wahrscheinlich, glaube ich, eher im Orient. Achso, ja genau, ich hatte die Steuern ja runtergedreht, um noch ein paar mehr Gesandte ranzuholen. Ich glaube, das muss ich tun. So. Da wird jetzt wahrscheinlich der Kaffee wieder nicht mehr reichen, nehme ich mal stark an. Okay, am Schiffslimit bin ich noch lange nicht. Das brauche ich auf jeden Fall nicht. Ich gebe mal hier noch ein bisschen was aus. Eure Stadt ich gratuliere. Flotte vergrößern ist auf jeden Fall nie schlecht. Ihr wisst einiges über die Baukunst des Orients. Perlentaucherhütte. Perlenknüpferei. Okay, ich muss noch ganz kurz wieder ein bisschen durchrechnen. Weiß ja, wie das ist. Allerdings. Wir haben jetzt 61 Gesandtenhütten und 27 Nomadenhütten. Ist das was Gutes? Ist das was Schlechtes? Man weiß es nicht es genau. Es ist lecker auf jeden Fall. Alter, 3 Perlen, Fuzzis, 3! Okay, jetzt muss ich erstmal gucken. Was kommt denn wo wie raus? Es ist 1:1. Uff. Uff.
das. Personen meines Standes haben. Was ist da los? Ich glaube, wir müssen vorgreifen in die nächste Folge, wie geht Geschlechtsverkehr? Und uns schon heute informieren, um zu verstehen, was bei Benne vor sich geht. So, okay, warte. Ich schalte das einfach mal frei hier. Erstmal einen ordentlichen Perlentaucher hier. Dann einen ordentlichen Perlenlutscher. So. Nichts Interessantes dabei, zum leider. Einen, bitte bleibt erstmal nur bei den Perlenketten. Die Adligen kamen aber auch gerade schon wieder um die Ecke. Was wollt ihr? Ach, natürlich wollt ihr jetzt noch Pilzmittel haben, Mann! Ja, die waren genug, die Klamotten oder was? Klatschlei. Boah, kein Beifall. Warme Brüder sind das, warme Brüder. Ach, da krieg ich Pickel auf den Augen. Gibt es eigentlich orientalische Lagerhäuser? Ich hab meinen Hund vor meinem Schoß schieben hier. Ach so, ich dachte gerade, du hast ja irgendwas abgebissen oder so. Ja, das auch. Was brauchst du? Gibt es orientalische Lagerhäuser? Nein. Soweit ich weiß, nicht. Weißt du? War der Hadeldude da? Hadeldadeldudel da, genau so ist das. Haben wir hier Perlen? Einmal auf jeden Fall. Brauchen wir zweimal. Fug it. Warte, haben wir hier? Einmal ist besser als keinmal. Ja, besser widerlich als wieder nicht. Salam alaikum. Perlen, das geht nicht. Das soll doch die Perle des Orients sein, das geht doch nicht. Perlen der Natur. So, jetzt habe ich hier leider kein Glas, um dann noch, aber so ein bisschen müsste gehen eigentlich. Geht es nämlich auch hauptsächlich darum, dass ich mehr Teppiche bunkern kann, weil mehr Teppiche sind mehr Geld. Du alter Bunker. Das ist die Rechnung. Mehr Teppich ist gleich mehr Geld. Momentan sieht es ja noch eigentlich ganz gut aus mit den Teppichen, deswegen einfach mal hier dunkelgrün und Huch. Wenn die Zeit gekommen ist. Achso, du bist ja gerade geplant am Rumfeuern. Ich? Ja. Wo feuer ich was? Du ballerst gerade irgendein Schiff nieder hier. Ach so, ja, ich glaube schon. Siehst du, das wollte ich mal nachgucken, wo ich das gerade mache. Letztes Mal war das nämlich nicht so erfolgreich, muss ich sagen. Oh, sah nicht schlecht aus gerade. Diesmal geht's tatsächlich, ja. In der Tat. Aber du sollst sie niedermachen. Das mit der Eskorte, habe ich das Gefühl, funktioniert nicht so richtig, wenn man da nicht hinterher ist. Der fährt einfach nur hinter dem Schiff hinterher und gibt jedem mal einen kleinen Schuss. Aber so richtig zerstören tut er die Dinger nicht. Kleinen Klaps auf dem Arsch. Ich glaube, ich lasse mich hier mal mit auf Helenas Siedlung noch, Insel noch nieder. Weil da ist noch ein Perlenvorkommen. Oh ja. Und dann haben wir hier vielleicht noch. Ja, Perlen sind irgendwie echt so eine Sache, habe ich das Gefühl. Perlen vor die Säue. Wer macht denn sowas? Wie geht kannst du mir das erzählen, wie das geht, einen Ratssitz zu kaufen oder zu übernehmen? Ja, du wählst die Insel deiner Wahl. Dann hast du da so ein... Oh. Achso. Hä? Über das Diplomatie-Menü oder wie? In Irma können es ist erst möglich, wenn Patrizier in die Stadt eingezogen sind. Und sie die venezianische Errungenschaft feindliche Übernahme erworben haben. Ah, das ist noch eine Errungenschaft, die man zusätzlich braucht. Ich wahrscheinlich nicht oder so. Versorgungsraum, das ist im zweiten Zweig. Im zweiten Zweig? Ja, bei den Errungenschaften beim Guacamole-Hampel. Die zweite Reihe bei den silbernen Dingern, da brauchst du den ganz rechten Schlüssel, den Stadtschlüssel. Okay. Vielleicht werde ich darauf hinarbeiten ein wenig. Ja, genau. Ansonsten einfach auf ein Kontor klicken, von da, wo du aufkaufen willst. Und da ist so ein Sitz-Icon, da kannst du einfach draufklicken und der Rest ist, glaube ich, selbst erklärt. Da ist ein Sitz. Ja. Mit gethront. Genau, so ist das. Mein Junge, knall den mal mit ab. Nee. Was, wen willst du knallen? Ich knall hier so einen Süßen ab. So ganz klein so einen Süßen. Er hat gesagt, er möchte gerne auch mal segeln. Mit seinen Segelohren. Oh ja, der wollte ganz gerne mal lernen, wie das ist, mal zu segeln. Deswegen habe ich mir gedacht, soll ich ihm den Spaß auch erlauben. Feiere gerade auf deiner orientalischen Insel den Landungssteg ein wenig, der da komplett im offenen Meer steht. Ohne jegliche Anbindung zum Land. Habe ich mir auch gedacht, aber dann kommen sie halt mit dem Fischerboot, holen halt ab, was da abgegeben wird, weißt du? Der Landungssteg. Oha, wieder automatisch an Speichern hier. Eieiei. Sicher ist sicher, weißt du? Der Ossi und ich, wir wollen nicht verzichten, deswegen, ne? Wir wollen nicht verzichten, wir müssen uns erpichten. So ist das.
Okay, gut. Hier können wir auf jeden Fall noch einen Perlenfuzzi hinpacken. Ein Perlenfuzzi. Ich glaube, das wird demnächst... Wow. Wow. Aber es wird demnächst dazu führen, dass viele schöne neue Kaffeeplantagen in die Welt gesetzt werden. Oh, lecker. Müssen. Teuer. Leck mich am Arsch. Perlenknüpferei 70. Bilanz 70. Digga. What the actual fucking fuckfuck? Was? Meine Fresse. Was braucht man denn dafür für so eine Perlenknüpferei noch? Na, du brauchst halt so ein Riff. Diese Korallenriffe hier. Die brauchst du dafür. Okay. Das sind echt teure so Fangen, du leck mir am Arsch. Aber muss man das irgendwie bauen? Ich sehe das gar nicht bei mir. Hast du, wie viele Gesandte hast du denn? Ich habe noch nicht 1040 Gesandte. Ich hab. Naja, okay, ja, ich hab 1200 irgendwas. Ja, siehst du. Perlen, warte mal. Oh, jetzt habe ich. Oh ja, ich sehe. Alter, sind die teuer. Das geht ab. Oh, ich hab. Meine Herren. Was sind denn Perlenketten im Einkauf? Gucken. 412! Alter! Scheiße! 412! Würde ich schon fast einfach aus China importieren. Gut, ja, auf jeden Fall. Ich probiere mal Perlen. Nein, nicht Perlenketten. Ich probiere mal Perlen einzukaufen. Mal gucken, wie viel man da bekommt und wie sehr das mein Konto zerstört. Nein. So steht's also um. Ausnahmsweise, es tut mir sehr leid, ausnahmsweise habe ich die Bettler abgewiesen. Meine Gemahlin ist ganz entzückt. Nun gut. Ausnahmsweise. Normalerweise, ihr wisst, normalerweise mache ich das nicht, aber wir brauchen dringend die Kohle. So. Der ausgeglichene Gesandte möchte, dass ich für alle seine Angelegenheiten und Angenehmitäten, Was für eine Genitalkrankheit? Ja, die Angenehmitäten. Da soll ich jetzt persönlich vorbeikommen und ihm die ein oder andere Perlenkette rundlutschen. Oh. Ein Vulkan? Le Vulkan? Ein Vulkan. Ich würde es ja mal feiern, wenn er mal ausbricht. Ach ja, jetzt zündelt der gerade schon so ein bisschen. Ja. Ne? Das sieht da niedlich aus mit den Partikeln da drüber. Ja, schon, ne? Du hast wie so wie kleine so eine, Brote so oder so, die da rauskommen, so Kekse. Wie in so eine Badewanne mit so Seifenbläschen. Lass uns doch ein bisschen reinhocken. Was denn? Geh mal dicht ran mit der Kamera, dann drück mal Postkartenansicht. Willkommen im Vulkan. Herzlich willkommen. Hier wohnt also Hephaistos, ja? Nee, hier wohnt Gundel. Gundel Gaukeli, oder wie die heißt. Das sieht ja sehr interessant aus. Das wäre doch was fürs Thumbnail, oder? Das ist ein wunderschönes Thumbnail, was ich hier gerade vor der Nase habe. So die Nase direkt auf der Textur. Lecker. Also ein Meeresboden da drunter, das ist doch was. Ach, da ist sogar eine Höhle. Guck mal eine an. Wollen wir mal gucken, wie sieht denn so eine Höhle von hinten aus? Bitte? Ah, wenn er du. Ja, was haben meine müden Ohren da gerade vernommen in diesem Moment? Hä? Ich helfe euch gerne aus. Okay, das scheint die Höhle dafür zu sein. Was wollte ich machen? Genau, ich wollte hier und dann da und dann diesen und jenen und solchen und wenen und tralala und dessen. Ich will nicht schon wieder... Moment mal. Nee, ich will nicht schon wieder eine Flotte machen. Kann das sein, dass ich zu lange gewartet habe hier mit dem Schiffchen und Herr Northburg hat jetzt seinen scheiß Auftrag zurückgezogen? Oh, nicht möglich, ey. Ich muss gerade mal schnell was googeln. Ja, nur zu. Ja, fast. Fast. Almost, ja? Ja, das W muss ein V sein. Meine Perlenroute heißt jetzt einfach nur Swarovski. So, warte mal. Kleines Handelsschiff. Welches ist denn das hier? Die blaue Weite. Die blaue Weite, mein Lieber. Blaue Weite, hier ist er ja. So, let's go. Das wird aber immer noch nicht reichen. Ein paar Perlen hat der Guacamole-Ampel gerade verkauft. Ganze 10 Stück. Das ist ja Wahnsinn. Das wird aber hinten und vorne nicht reichen. Auch wenn der Ossi gerade guckt, wie so ein Loch von hinten aussieht.
Du, ich bin auch gerade am Überlegen, mache ich zuerst die Perlenhampel? Mache ich es mir zuerst? Ja, das ist natürlich auch eine Variante. Fragen über Fragen, Benne. Fragen über Fragen. Der Quarzbruch? Der ist voll. Perlentaucher. Wieso kosten Perlentaucher bei dir 70 Bilanz? Bei mir kosten die nur 40. Ja, beide ach, zusammen. Die Perlenknüpferei. Ja, die Knüpferei, genau. Die dich aufknüpft. Finanziell. Und wie viele Knüpfereien braucht man? Oder wie viele Perlenhütten braucht man für eine Knüpferei? Oh, da fällt er raus. Es ist 1-1. Warum habe ich denn so viel Quarz? Auch. Hä? Ich hab mega viel Quarz hier irgendwie. Hä, warum? Da hast du viel gequarzt, wa? Ja. Nur ein bisschen! Boah, Alter, da ist er aber gerade in die Suppe gesprungen. Ich habe bei bestem Willen keine Ahnung, warum hier so eine Quarzüberproduktion ist, aber naja, gut. Ist auch gerade erstmal nicht der Fokus. Der Fokus ist, ich sehe es gerade, dass irgendwie aus irgendeinem Grund die Aufnahme wahrscheinlich ruckelt. Ich sehe gerade, dass da Frames verloren gehen und nicht wenige. Ich sehe gerade, dass mein Perlentaucher auftaucht. Ich will gucken, ob er eine Perle dabei hat. Eine Perle dabei? Lulu. Oh, ja, scheint eine Perle gefunden zu haben. Er rudert auf jeden Fall zurück. Und jeder hat. Schau mal, Oschi, kannst du mir sagen, warum mein Encoding hängt? Kannst du mir das mal erklären? Ich kann dir das nicht erklären. Bei mir läuft alles frisch auf dem Tisch. Ich finde das nicht cool. Ich wollte schon sagen. So, 48%. Gut, so, naja, dann würde ich sagen, lass uns diese Folge vielleicht erstmal sowieso zum Ende bringen. Wir sind schon mal 21 Minuten. Eine sehr, sehr gute Idee deinerseits. Muss ich echt mal wieder belobigen, dass du so an dem Fortschreiten. Quatsch, bin ich voll. Let's Plays. Auch im Namen meiner Eltern finde ich das sehr gut, was du hast hier Eltern, leistest. Die Armen. Also muss man ganz kurz noch hier noch zwei, drei Sachen. Moment, auch hier fix, Kruzifix und Scheiße, da fehlt das Mosaik. Na denn, Wenne, lass uns die Folge doch einfach an dieser Stelle beenden, oder? Ja, finde ich gut. Und ich werde dann auch direkt gleich mal gucken, was mit dem Encoding los ist. Damit ihr hier nicht so eine Ruckelpartie erleben müsst. Das ist ja nie so schön. Gut, dann erstmal, ne? Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Und Ossi, hast du noch irgendein griechisches Zeichen, was die Leute... Ich habe ein griechisches Zeichen. Ich habe mich mal auf die Expedition begeben und gucke hier in meinem studentischen Führer, habe ich alle mir aufgeschrieben, die ich noch nicht erwähnt habe. Uh-huh. Und studentischer Führer, Seite 512, sagt... Kappa. Ja, finde ich gut. Kappa, also... Postet mal alle ein kleines oder ein großes, je nachdem, wie ihr die Folge fandet, Kappa in die Kommentarsektion. Ich finde, das sollte auch das Wort zum Sonntag sein. In diesem Sinne, Kappa. Sie ist als sicher. Und jetzt will der Hassan wieder Geld, natürlich. So ist es. Okay, damit bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Kappa.